Was geht YouTube? Es ist Kauf-Special-Zeit. Das Format, wo ich jeden einzelnen Bundesligaspieler einranke. Ich versuche mich natürlich stetig zu verbessern, deswegen gibt es jetzt 5 Kategoriestufen. Rot bedeutet Finger weg, gelb bedeutet ist in Ordnung, kann man machen, grün ist eine Kaufempfehlung, blau gehört zu den besten Spielern in der App und die neue Kategorie lila bedeutet ein absoluter Elite-Spieler. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst ihr wie immer sehr, sehr gerne ein Like auf dem Video da. Würde mich sehr freuen, wenn wir auf jedem der Kauf-Specials die 1500 Likes knacken würden und wir stehen kurz vor den 30.000 Abonnenten. Also lasst noch ein kostenfreies Abo da. Und jetzt viel Spaß mit den Kaufspecials. Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum dritten Part der Kauf-Specials. Yes, Sir. Wir widmen uns heute den Top 6 Mannschaften der Bundesliga und starten mit der Crème de la Crème, mit den deutschen Galacticos auf Wish bestellt mit Union Berlin. Yes, Sir, Freunde. Die haben es tatsächlich in die Top 6 reingeschafft. Und das aufgrund unglaublich guter Defensivarbeit. Aber wenn wir das Ganze auf Kickbase beziehen, merkt man sofort, da ist nicht viel dahinter. Dementsprechend fällt die Bewertung auch insgesamt sehr niederschmetternd aus, denn für mich ist Union weiterhin eine Mannschaft, wo man auf 2, 3 Spieler gehen kann und alles andere ist einfach vollkommen uninteressant. Ich habe das auch im Podcast gedroppt, Union Berlin stellt die schlechteste Offensive der Bundesliga unter anderem, ich glaube die 4. schlechteste oder so und gleichzeitig aber die 2. beste Defensive. Das ist die Definition von Union Ball, das wird immer eine Mannschaft sein, die unglaublich häufig zu Null spielen wird, die unglaublich ekelhaft zu bezwingen ist, aber Kickbase punktemäßig ganz, ganz selten nur Relevanz haben wird. Und deswegen gibt es für mich auch nur 3 Spieler, die ich hier rausheben würde. Wir haben Frederik Rönne im Tor, einfach aufgrund der guten Defensive wird er seine Punkte machen, ist für mich einer der besseren Torhüter in der App, deswegen ist er für mich sogar blau. Wir haben 2 Kaufempfehlungen mit Jogo Lage und sogar mit Kevin Vogt. Ja, ich habe Kevin Vogt mal mit reingenommen, weil er wird natürlich auch immer so ein bisschen von der starken Unioner Defensive profitieren. Dort hat eben, wenn zu Null dabei ist, natürlich auch seine Punkte machen. Er ist kein guter Punkter, weil er einfach die meisten Bälle hinter der Mittellinie spielt, was für dann für das Kickbase-Punktesystem einfach nicht relevant ist. Aber für mich hat es dann den Edge gegeben, weil er jetzt der neue Elfmeterschütze ist. Und Union Berlin hat gute Dribbler vorne drin mit einem Vertessen, mit einem Jong, mit einem Hollerbach. Das sind alle 3 Spieler, die gut Elfmeter rausheben können. Und wenn Vogt dann der Elferschütze ist, dann muss ich den natürlich hier wenigstens grün machen, weil er auch das eine oder andere Mal dann sein Türchen erzielen wird, auch wenn er insgesamt, wie gesagt, für mich kein super guter Punkter ist. Danilo Döki und Rothe sind dann für mich beide in Ordnung, hängen aber schon ordentlich hinterher, was das Punktebild angeht. Und alles andere, Freunde, absolute Deadzone. Schön die Finger davon weglassen. Union ist keine Mannschaft, auf die ihr ein Kickbase bauen solltet. Und deswegen können wir direkt weitergehen zur nächsten Mannschaft. Und jetzt wird es natürlich spannend. Wir gehen zum amtierenden Invincible-Meister Bayer 04 Leverkusen. Wir haben direkt 4 Spieler, die ich lila markiert habe. Wie gesagt, neue Kategorie für die Leute, die vielleicht nur die Top-Episode schauen. Solltet ihr nicht tun, Freunde. Gestern und vorgestern kamen schon Episoden online. Gerne auch die abchecken. Falls ihr jetzt erst dabei seid, lila ist einfach eine neue Kategorie hier in den Kauf-Specials. Die bedeutet, dass das einfach die besten Spieler in der App sind. Also wirklich die absoluten Elite-Spieler. Ich wollte das einfach nochmal differenzieren zu Blau. Blau sind einfach die richtig guten Spieler und Elite sind dann die richtig, richtig guten Spieler. Da haben wir 4 Stück von bei Leverkusen für mich mit Tag, Schaka, Grimaldo und Würz, weil das zum einen die 4 besten Punkter sind und zum anderen die 4 Spieler sind, die eigentlich kaum bis gar nicht von Rotation betroffen sein werden. Deswegen die 4 für mich, ganz klare Kiste, stechen komplett raus. Dann haben wir 2 Spieler, die so ein bisschen diese zweite Reihe bilden. Auch das haben wir im Podcast so ein bisschen besprochen. Es gibt einfach manche, der wird auch by the way eingeblendet, wenn ihr den Fernschuss noch nicht gehört habt, gerne einchecken. Einchecken? Abchecken. Gibt es jeden Montag und jeden Mittwoch eine neue Episode. Es gibt bei Leverkusen für uns 3 einfach sozusagen 2 Zonen. Wir haben den absoluten Core, das sind Tah, Xhaka, Grimaldo und Würz. Dann haben wir so eine zweite Welle an Spielern, die normalerweise, ich sag mal, 80% aller Spiele machen werden. Das sind in dem Fall für mich Tabsoba und Boniface. Und dann haben wir die Spieler, die deutlich mehr rotieren werden. Wie zum Beispiel in Frimpong, Palacios, in Capier, Terrier etc. Erstmal zu den blauen Spielern, Tabsoba und Boniface, finde ich beide einfach super. Tabsoba hat ein sehr, sehr geiles Rohpunktepotenzial und sollte, wie man jetzt bisher die Rotation betrachten konnte, eigentlich fast jedes Spiel machen, wenn nicht sogar wirklich jedes Spiel machen. Ein Victor Boniface sollte, weil er einfach viel besser ist als Patrick Schick, auch jedes Spiel machen, deswegen ihn auch blau am Ende. Und dann kommen wir noch zu den Spielern, die ein bisschen kritischer zu betrachten sind. Wir haben eine Kaufempfehlung mit Ezequiel Palacios. Das Einzige, was ihn davon abhält, höher einbewertet zu werden, ist, dass er krasses Potenzial zur Rotation hat, weil er eben super gute Konkurrenz auf dieser Position hat. Mit einem Robert Andrich, mit einem Alex Garcia ist es schwer für ihn da konstant immer zu spielen.
wird er auch nicht tun. Er ist trotzdem der mit Abstand beste von den drei genannten, wird aber mit Sicherheit das ein oder andere Mal rausrotieren. Ich finde trotzdem, für 20 Millionen ist das ein Steal und man kann ihn auf jeden Fall mitnehmen. Deswegen zumindest eine Kaufempfehlung. Randspieler bei Leverkusen können natürlich extreme Relevanz haben, weil das generelle Punktebild bei Leverkusen ein ganz anderes ist und auch natürlich deutlich besser ist. Ich habe schon zwei Spiele erwähnt mit Alex Garcia und mit Robert Andrich. Durch die Rückkehr von Palacios finde ich beide jetzt sehr, sehr uninteressant, vor allem für den Preis. Da würde ich mich auf ganz andere Spieler fokussieren und würde da beide tendenziell eher nicht mitnehmen. Und zwei Spieler, die ich dann noch randmäßig einigermaßen interessant finde, sind Adli und Teller. Die kann man situativ gerne mal reinwerfen. Ich bin nicht aber ganz ehrlich, abgesehen davon gibt es bei Leverkusen für mich ganz wenig Spieler in der zweiten Reihe, die ich wirklich empfehlen würde. Sei es Nordi Mukiele, Belosian etc., Patrick Schick. Ich glaube, die sind es einfach nicht. Deswegen da komplett für mich die Finger von weglassen. Ich habe auch hier zum Beispiel einen Terrier rot markiert. Ich sehe zwar in der A11, also das, was ihr hier eingeblendet seht, ist mit Abstand beste 11, die Leverkusen stellen kann. Aber es wird halt zwangsweise immer wieder zur Rotation kommen. Und deswegen Terrier für mich auch keiner, auf den ich gehen würde. Frimpong und Hinkapie sind zum einen punktemäßig, fallen die so ein bisschen ab. Zum anderen sind sie sehr rotationsgefährdet. Deswegen würde ich sie sogar nur gelb machen. Und Radetzky ist einfach noch ein bisschen zu teuer für das, was er an Punkten mitbringen kann. Noch dazu hatte Leverkusen letztes Jahr die beste Defensive der Liga. Aktuell hängen sie da so ein bisschen hinterher. Wenn sie wieder diese defensive Kompaktheit reinbekommen, kann Radetzky für den Preis sogar ein Stil sein. Aktuell sehe ich das nicht. Plus er rotiert ab und zu mit Kova, was auch einfach super nervig ist. Wir gehen weiter zum dritten oder zur vierten Mannschaft in der Episode. Platz 4 in der Bundesliga mit dem SC Freiburg. Wir haben einen Spieler, den ich lila markiert habe, mit Vincenzo Grifo. Ja, muss ich nicht viel zu erzählen. Ist einer der besten Spieler, die man sich in der App ziehen kann. Schießt alle Standards, Elfmeterschütze ist auch super big, schießt auch eigentlich super geile Elfmeter, auch wenn er den letzten verschossen hat. Ist da eigentlich sehr, sehr sicher, was das angeht. Er ist einfach ein 10 von 10 Spieler. Ich muss dazu, glaube ich, nichts sagen. Dann haben wir Litz Doan, der quasi der Mini-Grifo ist. Genau dasselbe Punktepotenzial, minus Elferschütze, minus Elfmeterschütze, wenn Grifo auf dem Platz ist. Dementsprechend eigentlich auch mit der beste Spieler, den man bei Freiburg kaufen kann nach Vincenzo Grifo, aber nicht halt eben dieses Vincenzo Grifo-Level. Drei Spieler, die ich dann noch zusätzlich empfehlen würde, sind Artobolo, Ginter und Adamu. Adamu ist eigentlich auch ein bisschen zu teuer für das, was er bisher gepunktet hat, aber in Kickbase bezahlt man einfach gerade auf der Stürmerposition tendenziell immer ein bisschen mehr, als die Spieler es eigentlich wert sind, weil es eben relativ wenige Spieler gibt, die in der Auswahl da interessant sein könnten. Deswegen Junior Adamu mit 14 Millionen schon ein bisschen teuer, aber trotzdem noch in meiner Welt in Ordnung eingepreist. Ginter ist top und Artobolo sind top. Die werden auf Dauer ihre Punkte machen, sind vielleicht nicht die 10 von 10 Spieler, die ich vor der Saison erwartet habe, aber sind auf jeden Fall trotzdem, finde ich, gute Spieler. Und alles andere, außer Dingchi, da würde ich auch von wegbleiben, weil ich einfach mit Höhler und mit Gregoritsch und mit Merlin Röhl, wenn er irgendwann zurückkehrt, dort zu viel Rotationspotenzial sehe. Abgesehen davon, alles andere ist in Ordnung, kann man sich Matchup-basiert mal gut reinstellen mit einem Günther, mit einem Lienhardt, mit einem Osterhage, mit einem Eggestein, mit einem Kübler, aber das sind keine Spiele, auf die ich unbedingt gehen würde an der Stelle. Wir gehen weiter zur Eintracht aus Frankfurt und die konnten natürlich bisher extrem durch die Offensive überzeugen. Ja, da muss man dann direkt auch... Tatsächlich sind Ekitike und Marmoush der Grund, warum ich jetzt hier Blau und Lila eingeführt habe. Weil ich wollte nicht beide blau machen. Das wird dem Ganzen einfach nicht gerecht. Und deswegen gibt es hier jetzt nochmal die extra Bewertung mit Lila, die dann natürlich Omar Marmoush bekommt. Aktuell der beste Spieler der Bundesliga. Auch in Kickbase der beste Spieler, den man kaufen konnte. Es kam auch heute ein geiler Artikel online, dass der Mann einfach jetzt 5 Spieltage in Folge 200 Pluspunkte gemacht hat. Das ist so krank. Und Ekitike fällt da für mich im Vergleich zu Marmoush einfach ein bisschen ab. Ich meine, 135er Average kann man auch nicht als Abfall bezeichnen, aber er fällt halt im Vergleich zu Marmoush so ein bisschen ab, deswegen ist er nur in Anführungszeichen blau. In den Kaufspecials werden ja regelmäßig absolute Cheap Beasts rausgehauen. Aber was ein wirkliches Cheap Beast ist, ist 80 Cent für einen ganzen Holy Energy. Ihr findet bei Holy wie immer Eistees, Hydration, Energies, alles ohne Bullshit, nur natürliche Inhaltsstoffe, kaum Zucker drin, wie gesagt, 5 bis 20 Kalorien pro Shaker, Freunde. Das ist doch wirklich mit der Grund, warum ich Holy seit über 2 Jahren täglich trinke und es über alles liebe. Es gibt gefühlt für jede Geschmacksrichtung irgendwas, also egal was eure Präferenz ist, ihr werdet es bei Holy finden. Checkt beim Partner Holy wie immer als obersten Link in der Videobeschreibung ab und mit dem Code KG10 spart ihr wie immer 10% und jetzt viel Spaß mit den Kaufspecials. Und Marmoush dann wie gesagt lila. Ansonsten haben wir noch 5 Kaufempfehlungen. Die komplette Abwehrkette finde ich super. Christensen, Tuta, Koch, Theat. Kann man sich alle ohne Probleme reinstellen. Sind alle genau das wert, was sie gerade kosten. Aber schon zu teuer, um sie irgendwie blau zu markieren oder als Stil zu bezeichnen. Auch ein Tuta wird, glaube ich, noch ein bisschen punktemäßig abfallen. Den kann man vielleicht so ein bisschen rausheben. Ich glaube aber, auf lange Sicht gesehen, werden die sich alle punktemäßig nicht allzu viel nehmen. Und deswegen sind alle für mich auch am Ende grün geworden. Ugo Larsson. Ich muss immer wegen Ekitike, sage ich immer Ugo. Hugo Larsson ist auf jeden Fall auch noch eine Empfehlung. Den finde ich auch für 15 Millionen vollkommen in Ordnung. Kann man sich auch sehr gut mitnehmen.
Bei Chaibi bin ich gerade so, dass ich denke, er ist auf diesen äußeren Positionen am gesetztesten, deswegen ist er gelb. Aber grundsätzlich würde ich generell von wegbleiben, also Mario Götze, Knauf etc. Das sind einfach keine Spiele, auf die ich unbedingt gehen würde. Ein Kunku gehört da auch noch mit rein, Götze habe ich schon gesagt. Das sind nicht die Spiele, auf die ihr gehen solltet. Und noch eine Personalie, auf die ich jetzt eingehen muss, weil es super viele Leute gibt, die den irgendwie in der Startelf sehen, ist Mo Dahoud. Ich sehe das gar nicht. Ich sehe Elias Skiri neben Larsson felsenfest gesetzt. Ich wüsste nicht, warum hier Mo Dahoud reinkommen sollte. Aber einfach, weil das Potenzial besteht, kann ich Skiri hier nicht gelb machen, weil eben diese 50-50-Rotation gerade so ein bisschen im Raum steht, weswegen ich dann beide nicht empfehlen würde. Auch in Elias Skiri sollte man aktuell aufgrund dieser potenziellen Rotation verkaufen. Den letzten, den ich euch noch so ein bisschen rausheben möchte, ist Igor Matanovic. Beste Grüße an Lars an der Stelle natürlich, wie immer. Hat einfach sehr, sehr gutes Potenzial durch die anstehenden englischen Wochen, das ein oder andere Mal in der Bundesliga zu starten. Ist dann auch jemand, der gerade in dieser Offensive sehr gut Früchte tragen kann und dort eben auch seine Punkte und Tore macht. Deswegen Igor Matanovic, jemand, den ich da nochmal als kleinen guten Randspieler rausheben möchte. Wir kommen zur Top 2 und beginnen natürlich mit den Roten Bullen aus Leipzig. Die auch insgesamt bisher eine sehr, sehr, sehr starke Saison spielen. Das liegt zum einen daran, dass sie defensiv wahnsinnig gut stehen und dort Woche für Woche sehr geile Leistungen einzeigen. Haben jetzt auch in 6 Spielen 5x0 gespielt. Das habe ich gefühlt in Kickbase noch nie gesehen. Das ist wirklich krass. Doch damals bei Wolfsburg hat es mit Sicherheit öfter. Schreibt es mir nicht in die Kommentare. Ich will es nur gesagt haben. Ist einfach eine geile Leistung, was RB da bisher macht. Dementsprechend fällt die Bewertung auch sehr gut aus, weil das Programm ist in Ordnung. Man spielt eine geile Saison bisher. Das Einzige, was so ein bisschen reinbrechen könnte, ist David Raum. Der wird brutal fehlen. Ich glaube, das ist einfach jemand, der super, super wichtig für das Spiel ist. Der wird Leipzig auf jeden Fall doll fehlen. Auch die Flankenqualität, die er mitbringt. Aber eine Verletzung bietet in Kickbase natürlich auch immer Möglichkeiten. Und das sind für mich dann in dem Fall Henrichs und Gertreuda auf den Außenpositionen. Das sind einfach zwei Spieler, die extrem geiles Punktepotenzial mitbringen, aber einfach weil sie eben immer dieses Rotationspotenzial haben, nie für mich wirklich interessant waren. Durch die Raumverletzung, der potenziell das ganze Jahr noch ausfallen könnte, oder beziehungsweise die erste oder die Winter bis zur Winterpause ausfallen könnte, finde ich beide gerade unglaublich attraktiv. Gertreuda habe ich sogar blau gemacht. Ich glaube, der kann richtig scheppern und wirklich richtig geile Punkte mitbringen. Aber auch ein Henrichs ist jemand, den ich dadurch dann komplett empfehlen würde und auch geile Punktepotenzial oder ein geiles Punktepotenzial bei ihm sehe. Den einzigen, den ich lila markieren würde, ist Xavi Simons. Der sticht für mich einfach komplett raus, ist mit Abstand der beste Spieler. Und zwei Leute, die ich dann auch blau markiert habe, sind Lois Openda und Willi Orban. Ich finde Lois Openda halt leicht zu teuer, um ihn lila zu machen. Der kostet über 40 Millionen. Das wäre, also ist mir natürlich wert, ist einer der besten Stürmer, die man sich holen kann, aber mehr als blau ist auf jeden Fall nicht für mich. Und Willi Orban kommt back with a banger, glaube ich, ein 135er Average, macht da unglaublich geile Punkte. Deswegen den für Anfang 20 Millionen auch ein absoluter Stil kann und sollte man eintüten. Genau dasselbe geht für Peter Gulaschi, den ich auch lila markiert habe. Ich habe am Ende 3 Torhüter lila markiert. Für mich einfach die 3 besten Torhüter, die man sich aktuell in der App ziehen kann. Mit Grabara, mit Gulaschi und mit Zentner sind für mich einfach die 3 besten, die man sich kaufen kann. Dann haben wir eine Menge Kaufempfehlungen mit Šeško, mit Nusa, mit Haidara, mit Castillo, mit Henrichs. Die finde ich alle in Ordnung, kann man sich alle ohne Probleme eintüten, sind auch richtig geile Spieler. Und die einzige Position, wo ich aktuell wirklich von wegbleiben würde, ist die 6er-Position. Dort ist für mich einfach nicht absehbar, ob Seiwald, Vermeeren oder Kampel spielt. Deswegen, da würde ich persönlich die Finger von weglassen. Und wir kommen natürlich zur besten Mannschaft in Kickbase. Wir kommen zum FC Bayern. Bayern spielt aktuell eigentlich eine nahezu perfekte Saison. Sowohl in der Bundesliga als auch vor allem in Kickbase. Also die Rohpunkte, die Bayern aktuell macht, sind komplett insane. Das hat man vor allem im Spiel gegen Leverkusen gemerkt, dass sie aktuell einfach die beste Mannschaft sind, auf die man in irgendeiner Art und Weise setzen kann. Und dementsprechend ist die Bewertung auch insgesamt wahnsinnig, wahnsinnig positiv. Noch dazu ist das Rotationspotenzial, finde ich, auch nicht so hoch wie zum Beispiel bei Leverkusen, weil eben der Kader genauso breit ist an sich, aber die Spieler einfach irgendwie in der aktuellen Position und Formation so gesetzt sind, dass man die einfach nicht rausheben will. Es ist das erste Mal in meiner Kickbase-Kauf-Special-Historie, dass ich einen Pavlovic zum Beispiel grün mache. Hätte ich auch vorher niemals gedacht gehabt. Aber wir beginnen mal mit den besten Spielern. Die 5 besten Spieler, die man kaufen kann, sind natürlich Kimmich, Musiala, Olise, Gnabry, Kane. Das sind einfach die komplett verrückten Spieler, die wirklich Potenzial haben, 160 plus im Average zu machen. 3 Spieler, die ich ja auch noch blau markieren würde und richtig geil finde, sind Rafa Guerreiro, Dayo Upamecano und Kim Min-jae. Alle 3 natürlich absolute Kaufempfehlungen, 100% und kommen auch für mich über dieses Kaufempfehlungslevel raus, weil sie für mich felsenfest gesetzt sind und richtig geiles Punktepotenzial mitbringen. 2 reine Kaufempfehlungen sind dann für mich Davies und Pavlovic. Kann man beide zu 100% machen. Ich sehe auch beide aktuell gesetzt, aber sie hängen so ein bisschen, was das Punktepotenzial angeht, hinterher.
beziehungsweise bei Pavlovic nicht. Ich glaube, bei Davies hängt so ein bisschen, was die Punkte angeht, hinterher. Bei Pavlovic habe ich einfach so ein bisschen Schiss, dass Palinja das ein oder andere Spiel bekommen wird. Auch wenn es nicht wirklich absehbar ist, ist für mich Pavlovic trotzdem grün und absolut in Kaufempfehlung. Ich wäre halt einfach noch ein bisschen vorsichtig und würde da andere Spieler präferieren. Also ich hätte zum Beispiel lieber einer der beiden Innenverteidiger als einen Pavlovic. Deswegen Pavlovic nur in Anführungszeichen grün. Ist aber das erste Mal, wie gesagt, dass ich ihn überhaupt grün markiere. Neuer ist natürlich rot, müssen wir nicht großartig drüber reden. Ich will noch einmal ganz kurz zurück zu Leipzig gehen, weil ich die Randspieler vergessen habe und das natürlich auch viele von euch interessieren wird. Bichabu muss man auf jeden Fall auch noch erwähnen, denn der hat auf jeden Fall Potenzial auf dieser Linksverteidigerposition für David Raum zu starten. Deswegen den auf jeden Fall nochmal als kleinen Randspieler erwähnt. Ouedraogo kommt zurück, aber ist für mich ein reines Marktwertobjekt. Also ich glaube, über Einwechseleinsätze wird der nicht hinauskommen. Und Vermeeren und Kampel habe ich angesprochen, da würde ich einfach generell von wegbleiben. Bei Bayern gibt es natürlich auch eine Menge Randspieler, über die wir reden müssen. Wir fangen mal mit Ito. Ito ist jemand, haben mich in der Tierlist zum Beispiel eingeschätzt, als hat für mich gar keine Relevanz. Ihr habt das natürlich in den Kommentaren, nicht alle, aber viele haben es in den Kommentaren dementiert, weil er einfach ein sehr ballbesitzdominanter Spieler ist, weil er ein starker Linksfuß ist und das eigentlich in dem Spielsystem von Kompany extrem Früchte tragen kann. Für mich hat er aber nichts in der Innenverteidigung aktuell, also er hat kein Wort in der Innenverteidigung zu melden. Dai Upamecano und Kim Min-jae sind für mich felsenfest gesetzt und ich sehe da gar kein Potenzial für Iko Ito reinzurücken. Die einzige Position, wo Ito für mich reinrücken kann, ist die Fonzie Davis Position. Ich finde aber, dass Fonzie Davis gerade dem Kompany-System aktuell einen sehr, sehr geilen Job gerade in der Defensivbewegung macht, weil du oftmals Außenspieler hast, die sehr, sehr schnell sind, die Davis dann natürlich gut ablaufen kann. Er konzentriert sich auch fast nur auf die Defensive, also sein offensiver Output ist quasi nicht vorhanden, aber das juckt am Ende nicht, weil dafür hat Bayern andere Spieler. Also ich sehe da auch aktuell einen Fonzie Davis nicht rausrotieren, deswegen Hiroki Ito für mich keine Relevanz und mehr als ein Trading-Spieler ist er für mich dann am Ende nicht. Da haben wir natürlich eine Menge andere Rotationspositionen, wir haben Müller, Sané und Coman in der Offensive. Die werden alle mit Sicherheit ihre Einsätze bekommen, aber ich finde das Offensivkonstrukt bei Bayern aktuell so gesetzt, dass ich da auch tendenziell von wegbleiben würde. Situativ kann man die natürlich geil reinwerfen, aber es gibt oft oder selten den Luxus, dass du solche Spieler situativ reinwerfen kannst. Und die letzten beiden sind dann Leimer und Palinja. Haben natürlich auch beides Potenzial, das ein oder andere Mal einen Einsatz zu bekommen. Leimer auf der Rechtsverteidigerposition, Palinja auf der Pavlovic-Position. Sind aber beides keine Spieler, die ich aktuell nah an der Startelf dran sehe. Deswegen auch da würde ich die Finger von weghalten. Und das war's mit den Kaufspecials. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer sehr viel Spaß gemacht. Mich würde es wirklich von Herzen freuen, wenn ihr ein Like auf dem Video da lassen könntet. Und wie gesagt, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal kostenfrei, um kein anderes Video mehr zu verpassen. Ich bedanke mich wirklich herzlich für die Aufmerksamkeit. Ohne Spaß, für mich ist das nicht selbstverständlich, dass jetzt jemand noch... Wenn ihr jetzt noch zuseht, dann schreibt ihr Hashtag Pavlo Hullit in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns dann am Dienstag zum nächsten Video. Ich wünsche euch auch ganz viel Spaß dann damit. Haut da rein, bis dann, Freunde. Und ciao, ciao.